Hallo, wollte ein kleines Geheimnis über mich wissen. Egal, wo ich zum ersten Mal hinkomme, immer frage ich mich, wäre das hier ein guter Ort, um die Zombie-Apokalypse durchzustehen? Kann ich alles verriegeln? Gibt es genug zu essen? Und wie komme ich hier wieder raus? Das ist zugegebenermaßen ein eher seltsames Hobby, weil nichts so unwahrscheinlich ist wie eine Zombie-Apokalypse. Oder? Wäre das möglich? Oder vielleicht hat die Zombie-Apokalypse schon begonnen? Zombie, bitte was? Okay, für alle, die popkulturell nicht so ganz auf dem neuesten Stand sind, wo wart ihr die letzten 50 Jahre? Zombies sind das Horrorgenre. Egal ob in Büchern, Filmen, Serien, Videospielen, es gibt sie überall. So sind Zombies eben. Zombies sind für gewöhnlich willenlose, untote Leichen, die auf Menschenfleisch stehen. Das Einzige, was sie tötet, ist ihr Gehirn zu zerstören. Früher gab es nur langsame Zombies. Die finde ich immer noch viel furchteinflößender als die schnellen Zombies, aber Geschmäcker sind verschieden. Seid ihr Team langsam oder Team schnell? Team-Kommentare. Jedenfalls gibt es unterschiedliche Erzählungen, warum Menschen zu Zombies werden. Kosmische Strahlung, chemische Substanzen, aber auch Infektionen mit Bakterien, Viren oder Pilzen. Gerade Pilze sind eine sehr interessante Möglichkeit. Nicht nur, weil sie bei The Last of Us für die Zombifizierung sorgen, denn, Fun Fact, solche Pilze gibt es auch in Wirklichkeit. Zum Beispiel Ophiocordyceps unilateralis. Das ist eine Pilzart, die auf Ameisen wächst. Der Pilz übernimmt die Kontrolle der Ameise und sorgt dafür, dass sie Sachen macht, die Ameisen normalerweise nicht machen würden. Sie beißt sich an Unterseiten von Blättern fest oder an Rinden und stirbt da. In der Regel sind das Orte, die perfekte Bedingungen fürs Pilzwachstum bieten. Heißt, auf der toten Ameise bildet der Pilz einen Fruchtkörper mit neuen Sporen. Die fallen nach einiger Zeit auf den Boden und infizieren Ameisen, die dort langlaufen und sich dann wieder einen Ort zum Sterben suchen. Es gibt viele verschiedene Cordyceps-Pilzarten für viele verschiedene Insekten. Ein anderes, sehr beeindruckendes Beispiel ist Leucochloridium paradoxum. Das ist ein Saugwurm. Der verändert nicht nur das Verhalten von Bernsteinschnecken, sondern auch ihr Aussehen, wie bei Zombies in Filmen. Und als jemand, der Zombiefilme mag, muss ich sagen, das, was jetzt kommt, wird ein bisschen eklig. Ich hoffe, ihr habt schon gegessen. Wobei, wenn ihr eine Bernsteinschnecke seid, habt ihr hoffentlich noch nicht gegessen. Denn wenn Bernsteinschnecken Eier von diesem Saugwurm fressen, dann war's das für die Schnecken. In ihrem Darm schlüpfen nämlich die Larven aus den Eiern und bilden lange pulsierende Schläuche, die sich einen Weg bahnen bis zu den Augenfühlern der Schnecken. Dadurch sehen die Fühler aus wie dicke, fette Raupen. Und noch was machen die Larven. Sie bringen die Schnecken dazu, ganz untypisch, hoch auf Blätter zu klettern. Da sitzen sie dann. Die Saugwurmschläuche pulsieren in den Fühlern und alle Vögel, die vorbeikommen, sehen nur ein leckeres Buffet, leichte Beute und fressen die Schnecken auf. Dann kann der Saugwurm in den Vögeln für seine Fortpflanzung sorgen. Die befruchteten Eier werden mit dem Vogelkot ausgeschieden und der Kreislauf beginnt von vorn. Und natürlich gibt es auch Viren, die das Verhalten von Tieren beeinflussen. Zum Beispiel das Baculovirus. Dieses Virus befällt Schwammspinnerraupen und verändert deren Erbgut und damit auch das Verhalten der Raupen. Normalerweise verstecken sich die Raupen in Bodennähe. Wenn sie aber mit dem Virus infiziert sind, klettern sie Bäume rauf. Oben angekommen, verflüssigt sich die Raupe regelrecht und tropft vom Baum runter. Die Tropfen mit den Viren landen auf Blättern, die dann von der nächsten Raupe gefressen werden. Und einer der erfolgreichsten Verhaltensänderer bei anderen Lebewesen ist Toxoplasma gondii. Ja, Toxoplasma ist ein super Titel für einen Science-Fiction-Horrorfilm, bei dem irgendwas extrem Tödliches aus einer anderen Dimension Menschen zu Zombies werden lässt. Aber Toxoplasma gondii ist nur ein Einzeller, wobei das so harmlos klingt. Er kann fast alle Säugetiere befallen und sie als Zwischenwirt nutzen, auch uns Menschen. In Deutschland ist vermutlich jeder zweite Mensch mit Toxoplasma infiziert. Bevor ich erzähle, wie Toxoplasma gondii in euch reinkommt, erst noch kurz dazu, wie er das Verhalten seiner Zwischenwirte beeinflusst. Denn Toxoplasma kann zwar sehr viele Säugetiere befallen, aber dieser Einzeller kann sich nur in Katzen vermehren. Deshalb verändert er das Verhalten der Zwischenwirte, sodass die Katzen es leichter haben, sie zu fressen.
Bei Mäusen sieht das so aus, dass sie mutiger werden, aber auch ein bisschen leichtsinniger. Sie fühlen sich zu Katzen hingezogen und haben keine Scheu mehr vor dem Geruch von Katzenurin zum Beispiel. In der Forschung wurden sogar Nagetiere beobachtet, die vom Duft der Katzen offenbar richtig angezogen wurden. Da hat so eine Katze natürlich leichtes Spiel, frisst die Maus und Toxoplasma gondii kann sich prima vermehren. Es wird davon ausgegangen, dass das Internet von Menschen erfunden wurde, die Toxoplasmose hatten. Nein, Quatsch, war nur Spaß. Obwohl man sich schon fragen muss, warum werden Katzen hier so hochgejubelt? Sich als Mensch mit Toxoplasma gondii zu infizieren, geht zum Beispiel über Schmierinfektionen mit Katzenkot oder indem man Toxoplasma-Eier mit der Nahrung aufnimmt. Ich will euch ja nicht die Brötchen mit Beleuchtermarmelade mies machen, vielleicht ein kleines bisschen, aber Mettbrötchen, wie sie auch genannt werden, sind ein Hauptverbreitungsweg. Rohes Fleisch überhaupt. Toxoplasma kann auch durch Organspenden und nach einer neuen Studie möglicherweise sogar durch Sex übertragen werden. Zwischen Menschen. Und nicht ungefährlich ist es, wenn sich Schwangere mit Toxoplasmose infizieren, weil das schwere Folgen für das Kind haben kann. Aber hat Toxoplasma gondii das Potenzial, Menschen zu Zombies zu machen? Zumindest konnten Forschende tatsächlich feststellen, dass sich auch bei Menschen bestimmte Verhaltensweisen ändern, wenn sie mit Toxoplasma infiziert sind. Genau wie Nagetiere werden Menschen risikofreudiger und gründen zum Beispiel mehr Unternehmen. Was wiederum die Konsumkritik, die in vielen Zombiefilmen steckt, in einem ganz anderen Licht erscheinen lässt. Außerdem soll bei Infizierten die Reaktionsgeschwindigkeit und das Konzentrationsvermögen nachlassen. Sehr zombiemäßig. Das ist natürlich eine super Kombi, wenn man gleichzeitig risikofreudiger wird und vielleicht als Pilot arbeitet oder als Lkw-Fahrer. Eine Forschungsgruppe empfiehlt daher, Menschen in bestimmten Berufsgruppen auf Toxoplasma zu testen. Und dann ist da noch die Sache mit dem Geruch von Katzenurin. Dazu müsst ihr wissen, viele Nagetiere meiden Katzen und gehen deshalb allem aus dem Weg, was irgendwie nach Katze riecht. Infizierte Menschen finden den Geruch aber auch eher angenehm. Und statt dass ich dazu aus einer passenden Studie zitiere, nehme ich lieber den Weinkenner. Da steht Katzenurin. Duftassoziation, die sich häufig mit Weinen der Sorte Sauvignon Blanc verbindet. Wenn nicht im Übermaß vorhanden, wird Katzenurin als positive Geruchsempfindung gewertet. Okay, da fragt man sich, manipuliert Toxoplasma uns Menschen gezielt oder ist das nur ein Nebeneffekt der Infektion? Denn unsere Katzen würden uns doch nur im äußersten Notfall fressen und auch nur dann, wenn wir schon tot sind. Ja, natürlich, aber das war nicht immer so. Unsere Vorfahren wurden öfter von Großkatzen gefressen. Und so geht es auch Schimpansen und anderen Affenarten. Die stehen relativ oft auf dem Speiseplan von Raubkatzen. Und tatsächlich vermehrt sich Toxoplasma auch in Löwen und Tigern. Ein risikofreudiger, aber vielleicht kognitiv eingeschränkter Urmensch war deshalb auf jeden Fall ein Vorteil für Toxoplasma gondii. Das alles ist hochspannend und interessant, teilweise auch ein bisschen spekulativ. Denn obwohl viel geforscht wird, gibt es noch keinen eindeutigen Nachweis, dass Toxoplasmose unser Verhalten verändert und das auch noch gezielt. Und selbst wenn, keine dieser Infektionsarten, Pilze, Parasiten, Einzeller, Viren, sorgt dafür, dass ein Organismus nach seinem Tod wieder aufersteht und die Infektion weiter verbreitet. So wie es Zombies machen. Heißt, nach heutigem Stand der Wissenschaft müssen wir uns keine Sorgen machen, dass wir irgendwie zu untoten Zombies werden. Und trotzdem können wir zu komplett willenlosen Wesen mutieren. Das muss nicht mal durch irgendeine Infektion passieren. Es reicht ein sehr gut programmierter Algorithmus. Wenn wir mal ein Video darüber machen sollen, mit welchen Tricks wir manipuliert werden, schreibt es in die Kommentare. Das finde ich auf jeden Fall die krasseste Erkenntnis. Wie leicht mein Gehirn dazu zu bringen ist, den halben Tag mit Doomscrolling zu vertrödeln. Wo bin ich eigentlich, wenn alles, was ich mache, ganz automatisch abläuft und mein Körper von irgendwas total anderem gesteuert wird? Wenn mein Körper von einem Computer so gelenkt wird, ist es fast noch gruseliger als die Sache mit den Zombies. Und deshalb drückt ausnahmsweise mal nicht auf Abonnieren und die Glocke. Aber es wäre trotzdem schön, wenn wir uns wiedersehen. Macht's gut.